Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Miloš Matušek. Ihr kennt ihn nicht nur von einigen Interviews, die wir beide schon zusammen hatten. Miloš ist Jurist und Publizist, unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung, Welt, Berliner Zeitung, Deutschlandfunk, war 6 Jahre lang Kolumnist bei der NZZ und ist jetzt Kolumnist auf seinem eigenen Blog Freischwebende Intelligenz, Link ist in der Videobeschreibung, und Autor zahlreicher Bücher. Jetzt ist sein 7. Buch erschienen, Wenn's keiner sagt, sag ich's, im 50/50 Verlag erschienen. Miloš, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Gunnar. Es ist immer eine Ehre und es ist auch schon ein Weilchen her, seitdem wir zuletzt gesprochen haben. So wie meine Artikel für die Süddeutsche, by the way. Also ich wollte es der Vollständigkeit mal halber mal aufzeigen, wie groß eben auch dein Repertoire ist. Und jetzt eben dein Buch ist ja im Grunde genommen so ein Potpourri oder man kann sagen vielleicht sogar ein intellektuelles Tagebuch über die Zeit der letzten 2,5 Jahre. Es beginnt auch mit unserem Appell für freie Debatten. Räume, der sehr gut da hineinpasst, wie ich finde, denn es geht ja um verengte Räume, verengtes Denken und es geht nicht zuletzt auch darum, wie wir da wieder rauskommen. Du zitierst einmal Dante, der heißeste Platz der Hölle ist für diejenigen bestimmt, die in der Krise neutral bleiben. Ein sehr schönes Zitat, wie ich finde. Und du bist nie neutral geblieben, obwohl du Jurist bist, von Hause aus, obwohl du in der Schweiz lebst. Aber woher kommt das? Woher kommt dein eigener Impetus, dann doch immer diesen intellektuellen Widerstand zu suchen? Beziehungsweise gab es auch Momente in den letzten 2 Jahren, wo du gesagt hast, ich ziehe mich zurück, ich bleib neutral, ich halte mich da raus, es macht ihr euren Scheiß allein. Ja, ich glaube, ich wollte nicht in Dantes Hölle landen. Das war der Hauptgrund. Es gibt auch den schönen Satz von Desmond Tutu, der so ganz ähnlich ist. Wer im Anblick einer Ungerechtigkeit untätig bleibt, der wählt die Seite des Oppressors. Na, also das muss man sich auch klar machen. In dem Moment, wo niemand was macht, ist es für den Unterdrücker einfach leichter. Aber ich muss sagen, ganz neutral, als Jurist lernt man ja auch das Urteilen. Und der Jurist ist nicht unbedingt der immer alles in die Waagschale das bringt, dass alles total ausgeglichen sein muss. Man lernt auch das Urteilen. Und ich glaube, dass das eines der Probleme war, die ich gesehen habe in den letzten 2 Jahren, dass eigentlich ganz wenige sich ein Urteil zugetraut haben über diese Sachen, die passieren. Und ganz, ganz viele, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, Leute, die einem so auf die Schulter klopfen und sagen, hey, finde ich super, was du machst, aber ich mache es ja nicht oder ich kann es nicht oder ich will nicht oder wie auch immer. Und dann denke ich mir immer, was ist das für eine Gesellschaft eigentlich, in der wir leben, wo wir das kritische Denken delegieren an ein paar Personen und die machen das dann öffentlich und ein paar stellen sich heimlich so ein bisschen dahinter und halten ansonsten still. In so einer Gesellschaft will ich nicht leben. Also wenn ich das Gefühl habe, und das war so das Grundgefühl vor 2 Jahren und seit Covid ist es bedränglich schlimmer geworden, dass es so eine unausgesprochene, wabernde, vor sich hingehrende Situation gibt. Ne, das kennt man ja auch aus persönlichen Beziehungen. Und man irgendwie sich drumherum bewegt und rumeiert und niemand das mal beim Namen nennt, dann ist das irgendwie so ein Moment, wo ich dann sage, okay, dann mach's halt ich. Ne? Und das ist jetzt auch der Titel des Buchs geworden, weil es irgendwie mein Credo ist. Und ich habe überhaupt erst angefangen zu schreiben, weil ich bestimmte Artikel einfach mir gewünscht hätte in Zeitungen, weil ich fand, das muss gesagt werden. Und das hat halt einfach keiner geschrieben. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist vielleicht Platz für das, was ich glaube, was auch geschrieben werden soll. Insofern, ja, ich habe auch in den letzten 2 Jahren bestimmt mal gezweifelt oder verzweifelt an der Situation. Das gehört, glaube ich, dazu. Aber nie so verzweifelt, dass ich mir dachte, das kann man nicht noch drehen. Also ich bin immer noch im Kern überzeugt, dass sich die Situation umdrehen wird. Wir sehen jetzt vielleicht schon die ersten Ausläufer davon. Wenn über Impfnebenwirkungen im Mainstream gesprochen wird und auch immer mehr Journalisten anfangen, auf einmal kritisch zu werden. Ein Richard David Precht, hallo, ja, der ist ja nun wirklich Querdenker geworden, ne, lehnt die Impfung ab für seine Kinder, unterschreibt einen Friedensappell, was die Ukraine-Frage angeht und schreibt jetzt ein Buch über Medienkritik oder mit Medienkritik mit Harald Welzer, als hätte er Michael Mayen gelesen und verstanden, mit der Propagandamatrix. Also da passiert jetzt gerade was und ich denke mal,
Ja, es wird sich herausstellen, vielleicht schon in den nächsten Monaten, ob wir so einen Moment der Wahrheit sehen oder nicht. Und auf den fieber ich mehr hin, als dass ich irgendwie die Verzweiflung über manche Sachen, dass es zu langsam geht. Klar, hey, es ist 2 Jahre her. Vor 2 Jahren haben wir den Appell gemacht, Cancel Culture. Jetzt liest man über Cancel Culture in der NZZ, dass es das jetzt gibt. Ne, das war ja irgendwie 2 Jahre irgendwie ein Problem der anderen, nie bei uns. Und ja, insofern waren wir damals recht vorne mit dabei, glaube ich, recht früh dabei. Und bei Corona, ja, denke ich vielleicht auch. Ja, apropos Richard David Precht und apropos NZZ, da sieht man ja eben jetzt so ein gewisses Aufbrechen auf der einen Seite nach 2 Jahren, aber auch wieder, Richard David Precht wird da auch abgestraft in der NZZ von Paul Jandl als einen Ein-Mann-Stammtisch bezeichnet, der letztlich die Demokratieverachtung für die besseren Stände liefert. Also er hat sich da schon in dieses gefährliche Lager offensichtlich begeben. Du sprichst dort vom größten Gesundheitsskandal der Geschichte in deinem Buch. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, nach 2 Jahren kommt so langsam auch der Mainstream drauf, dass da vielleicht etwas dran sein könnte. Wann wird der dann wirklich aufgeklärt, also wirklich mal aufgerollt, das Ganze? Und was braucht es dazu? Was sind die Voraussetzungen? Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen entfernt davon, ehrlich gesagt. Also bevor wir über Aufklärung nachdenken können und Aufarbeitung, braucht es zuerst einmal den Moment des Erwachens oder des Aufwachens. Also wir müssten quasi erleben, dass sich große Teile der Mehrheit gegen die ja, Seite der Regierung entscheiden. Wann das genau kommt, lässt sich nicht genauer absehen. Aber ich denke mal, das könnte im Herbst soweit sein, wenn die Leute merken, okay, das Impfabo will ich jetzt vielleicht doch nicht oder nicht zum vierten, fünften, sechsten, siebten Mal. Herr Lauterbach spricht ja schon vom siebten und achten Mal. Und insofern, glaube ich, braucht es dafür auch eine Art von, ich fürchte fast, harten Aufprall. Also es muss kein Kollaps sein, aber es muss irgendwie eine Art von Durchbruchsphänomen passieren, ne? Wie Berliner Mauer, ne? Davor alles gut geordnet und danach einfach lässt sich nicht mehr aufhalten. Also diese Art von Moment müsste es eigentlich geben, weil wenn man ehrlich ist, niemand der Beteiligten, die einfach jetzt das Ruder in der Hand haben, sei es was die Politik angeht, sei es was die veröffentlichte Meinung angeht, sei es was den Wissenschaftskonsens, den angeblichen angeht, die Journalisten, niemand hat Richter, Ärzte, niemand hat ein Interesse an Aufarbeitung. Ne? Aufarbeitung kann nur erzwungen werden von ganz vielen Leuten, die sagen, mir kommt das alles unglaublich komisch vor, ich kenne Impfnebenwirkungen, ich ja, will darüber diskutieren, eine Diskussion sehen und diskutiert haben. Dieser drängende Appell, der kann eigentlich nur von den vielen Indigné, ne, wie die Franzosen sagen, also die Empörten, ne, gab es ja auch schon mal Pamphlete, empört euch, ist alles schon versandet, inzwischen ist der sich Empörende ein Staatsfeind. Und die große Frage wird sein, lassen sich die vielen Empörten, die vielleicht kommen werden, einfach unter diesem Label des Demokratiefeindes, dieser kompletten Umdrehung von allen Verhältnissen, lassen die sich damit einfach ja, wegretuschieren oder haben wir dann erst recht eine Art von Stunk, eine Art von Aufstand? Ja, letzteres würde ich mir mal wünschen. Also diese Art von verdruckstes immer weitermachen und rote Linien verschieben. Ja, es trifft irgendwann jeden selbst. Ne? Also jeder baut sich gerade seine eigene Grube. Ne? Ich denke an Margarete Stokowski, ne? Vor 1,5 Jahren die Influencerin des Spiegels neben Sascha Lobo und Nikolaus Blom und garantiert noch ein paar anderen. Und dann 3 Impfungen, Covid, angeblich Long-Covid jetzt. Auf Corona-Impfnebenwirkungen kommt sie gar nicht. Also, naja, man wünscht niemandem schlechte Gesundheit, aber seit 4, 5 Monaten hat sie nichts mehr geschrieben, glaube ich. Also ich lese zumindest keine Kolumnen mehr von ihr. Und ich meine, das ist Friendly Fire, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an die Szene aus Braveheart, ne, wo der König sagt, ja, los, jetzt die Bogenschützen raus, schießen und irgendwer sagt, hey, Sire, wir treffen doch da jetzt auch unsere Leute. Ja, aber wir treffen auch die anderen. Ne? Also das ist schon eigentlich auch nicht sehr geschickt von Leuten, die sich dieses Narrativ überlegt haben. Die eigene
PR-Klientel in die Krankheit zu spritzen, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, du wünschst dir eine Revolution, höre ich da fast raus, anstatt eben ein immer so weitermachen. Adorno hat geschrieben, der Sinn der Revolution ist die Abschaffung der Angst. Also von daher würde das, glaube ich, auch schon sehr passend sein, weil ja eben genau unsere Verhältnisse so starr geworden sind wegen dieser Angstpropaganda. Ich meine, dass eine Hoffnung darin liegen könnte, dass eben diese Empörung, die gerechtfertigt ist, ihren Geruch verliert, ihren schlechten Geruch, den man ihr angehängt hat, wo sie ja eben vorher noch nach Stefan Essel eben auch im intellektuellen Publikum auch hochgehalten wurde. Aber dann kamen die Wutbürger, die haben sich gegen das Falsche empört. Ja? Und auch die Querdenker und die Covidioten, die haben sich gegen das Falsche empört. Jetzt scheint es so zu sein, man muss sich also irgendwie auf der gegen das Richtige empören und dann wird man da auch hochgehalten. Aber wir haben derzeit auch die Chance, glaube ich, zu zeigen, dass es nicht sozusagen eine Ein-Themen-Bewegung ist, wenn man so will, sondern dass es ja um Größeres geht, dass Corona nur ein Symptom ist, dass diese Verengung der Debattenräume nur ein Symptom sind, dass wir aber eben auf sehr vielen Ebenen das auch weiter sehen, von der Ukraine bis ja, zu unserer Medienlandschaft und auch zum Beispiel zum Fall Assange, über den du auch sehr oft und sehr mit Emphase schreibst. Warum ist dir der Fall Assange so wichtig? Assange ist sozusagen ja mehr oder weniger das Paradebeispiel für das, was passiert, nur eben verdichtet auf eine einzige Person. Ne? Assange ist der bekannteste Enthüllungsjournalist der Welt, muss man sagen. Mit WikiLeaks hat er eine eigene Fabrik der Wahrheit gegründet und er hat sich mit den Eliten angelegt. Ne? Also er hat quasi die Geheimnisse ja, der Mächtigen dargelegt, Kriegsverbrechen Afghanistan, Irak, die ganzen Clinton-Geschichten. Und das hat ihn einfach zum Staatsfeind gemacht. Also man sieht dann eben exemplarisch, was es heißt, wenn man in unserer Gesellschaft, die sich damit brüstet, Demokratie zu heißen, oder in unserem ja, Herrschaftssystem, das sich brüstet, Demokratie zu heißen, was dann passiert, wenn jemand tatsächlich die Wahrheit sagt. Assange hat man nie eine Fake News, keine einzige Fake News nachweisen können. Und man sieht einfach, dass die Angst vor Transparenz bei den Mächtigen enorm groß ist. Ne? Und das ist da braucht es auch gar nicht, dass alle Zeitungen das Gleiche auf einmal transparent schreiben, sondern das ist wie, wenn in der Dunkelheit ein bisschen das Licht angeht, ne? Also so mit einer Kerze oder so, dann ist Dunkelheit auch schon durchbrochen. Und das ist im Grunde ein Vorteil eigentlich für alle, die investigativ und kritisch unterwegs sind, weil sie müssen gar nicht alle überzeugen. Es reicht nur, wenn sie quasi diese Art von dunklen Schleier, diesen Mantel da, diesen komischen Vorhang, der uns irgendwie trennt von der Realität, wie sie ja, stattfindet vermutlich, dass da einfach schon mal eine Art von Loch zu sehen ist und dass man durchblicken kann. Insofern ist Assange einfach ja, das Wahrzeichen ein bisschen, das Fieberthermometer der freien Welt, habe ich es, glaube ich, mal genannt, an dem man quasi den Stand der Freiheit auch für die westliche Welt ablesen kann. Denn man darf sich keine Illusionen machen. Was da passiert, ist ein politischer Prozess, ist ein Exempel, das statuiert wird. Und da sind wir bei Mao Zedong, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Und das verstehen Journalisten. Ne? Die sind nicht doof. Ne? Viele denken, die sind alle doof, aber die sind nicht doof. Die machen das Schlauste, was sie machen können. Sie retten permanent ihren Arsch. Ne? Und riskieren ihn nicht. Und sie erwarten vielleicht von anderen, dass die den riskieren. Und du hörst jetzt schon ein bisschen eine kleine Indignation heraus gegenüber den vielen Schweigsamen, deren Schweigen immer mehr dröhnt. Ne? Also einfach mal überlegt, was für eine komische Tabusituation das ist. Ne? Eine Juli C., Corpus Delicti. Gesundheitsdiktatur vor Jahren geschrieben, jetzt über Menschen, über Leute, die auf dem Land leben, im Verhältnis zu städtischen Milieus. Die weiß doch, wie die Leute ticken. Die weiß doch, was möglich ist, was passiert. Es kann mir doch keiner sagen, dass die Frau zu doof ist, um da irgendeine Parallele zu ziehen. Also entweder ist es, also man muss es sagen, es ist intellektuelle Feigheit, ne? Nichts anderes.
Und der Versuch, den eigenen Hintern zu retten, weil man sich einfach im jetzigen Betrieb gut eingerichtet hat. Also ich kann es nicht, dass es für mich wahrscheinlicher ist, mit einem Charakterdefekt bei diesen Leuten zu begründen, als mit fehlender Intelligenz. Das geht mir nicht über den Kopf und nicht in den Kopf. Ja. Insofern, ja, so ist die Lage. Zumal Julize ja auch ganz am Anfang der sogenannten Corona-Pandemie schon sehr kritische, politikkritische Texte oder einen geschrieben hat in der Süddeutschen Zeitung, aber danach nichts mehr, soweit ich weiß. Das malt jetzt natürlich ein Bild für die Außenstehenden über die intellektuelle Landschaft, die Publizisten, die Journalisten, das sehr einheitlich wirkt. Du hast sehr viele Kontakte und Connections, wo, glaube ich, auch dir deutlich geworden ist, dass es unter der Decke eben nicht ganz so aussieht, dass es da doch einiges brodelt, beziehungsweise dass sich viele Publizisten auch melden, vielleicht eben auch sagen, ich kann noch nicht so in die Öffentlichkeit gehen oder ich will nicht, ich habe Angst. Aber ist es auch dein Eindruck, dass es da, ich will nicht sagen bröckelt, aber dass doch die Mehrzahl derer, die anderer Meinung sind, aber noch schweigen, größer ist, als man von außen annimmt? Ich vermute, dass der größer ist, als man annimmt und dass der auch größer wird permanent. Aber es braucht da eben diese Art von Durchbruch. Ne? Letztendlich ist Demokratie kann kein Kollektiv von Feiglingen sein, die Mut und Kritik und so weiter, Engagement auf ein paar delegieren, die es einfach machen, die doof genug dafür sind. Wobei ich glaube, es wird sich eher umdrehen, diejenigen, die bisher nichts gemacht haben, werden sich bemühen, frühzeitig die Seiten zu wechseln. Und vielleicht sehen wir es bei Precht jetzt schon. Vielleicht kommen andere nach. Ne? Also das ist ein Prozess, der im Gehen ist und oder im Entstehen. Die Leute brauchen teilweise auch einfach ein Vorbild, ein Beispiel. Ne? Das ist auch etwas, die sind Nachahmer. Wenn es dann en vogue ist, kritisch zu sein, sind auf einmal alle kritisch. Waren auch alle in der Resistance und da waren alle immer gegen die Bösen. Ne? Also im Nachhinein. Aber so ist das halt eben, dass ja, diese Art von basaler Zivilcourage, ne? Mehr ist es einfach nicht. Es ist wirklich nicht mehr als zu sagen, die und die Sachen mache ich nicht mit und da will ich einfach eine Diskussion darüber haben oder ich will erklärt haben, wo ich irre. Und wenn das nicht kommt und alle immer nur verweisen auf einen ominösen Konsens oder weil das eben so ist, das ist genau dieser umgekehrte Totalitarismus, den Sheldon Wolin, ein Politikwissenschaftler aus den USA, inzwischen schon gestorben, beschrieben hat in einem, ich glaube, sein letztes Buch, so er war schon über 90. Ja, einfach die Situation, es gibt keine Autoritätsfigur mehr, so wie den charismatischen oder sonst was Führer, den Rattenfänger, sondern diese Anticharismatik ist irgendwie in die Strukturen gewandert. Ne? Also, und die an der Spitze sind die Anticharismatiker, ne? Von Merkel bis Scholz, alles eigentlich Leute, denen man keinen Gebrauchtwagen abkaufen würde. Lauterbach. Ja, um Gottes Willen. Vielleicht ein fisch-vegetarisches Gericht würde ich mir wünschen. Mit Salz, ganz viel Salz in die Wunden. Aber ja, nee, es ist einfach, ja, da kann man halt einfach auch so ein Verschiebebahnhof für Verantwortung machen. Ne? Die einen sagen, es war die Wissenschaft, die anderen sagen, die Administration hat mitgemacht. Wo waren denn die Amtsärzte? Die Ärzte werden sagen, die Kollegen haben mitgemacht. Jeder macht da so seinen kleinen Bauchladen auf und verdient prächtig am Impfabo oder an irgendwelchen Maskendeals. Und ja, da die alle haben alle absolut kein Interesse, dass es aufkommt, ne? Weil das ist, wenn etwas zu monströs ist, dass es irgendwie vielleicht aufgearbeitet werden kann, weil eben so viele Komplizen geworden sind, ne? War ja auch ziemlich geschickt gemacht, dass eben nicht nur mit Druck und mit Diffamation und so gearbeitet wurde, sondern ja, dass einfach ganz, ganz viele Anreize gesetzt wurden für Leute, dass sie sich so und so verhalten. Damit will ich das nicht entschuldigen oder irgendwie gut reden, sondern ich will es nur erklären. Der Mensch funktioniert einfach psychologisch wunderbar auf Reize und das ist so ein bisschen der Deckmantel, unter dem manipuliert wird. Na, Impfdrängler, ne? Das Beispiel, was mir so spontan einfällt, auch Frau Stokowski eine schöne Kolumne geschrieben im April 2021, so nach dem Motto, ich habe mich impfen lassen. Durfte ich das jetzt aus moralischen Gründen nicht so vordrängeln? Bin ich jetzt privilegiert? Oh mein Gott, Asche auf mein Haupt. Ja, und jetzt sagt sie, sie hat Nebel im Kopf. Ja, auch schlimm.
Also insofern, ja, das ist eine ganz seltsame Situation. Also wenn diese Komplizität auf so vielen Ebenen da ist, muss einfach ja, die Lautstärke der vielen Einzelstimmen noch um ein Vielfaches größer werden, ne? Weil die Ärzte werden keine Impfschäden weiterreichen, weil sie nichts dran verdienen und das dauert ewig. Also übrigens, alles wiederholt sich, ne? Das gab es schon in Frankreich des 19. Jahrhunderts bei den Impfkampagnen. Da haben auch staatliche Ärzte diese Impfkampagne durchgeführt. Übrigens Versuche an Heimkindern, ne? Weil wenn da was schief geht, dann wer soll sich da aufregen? Die Eltern gibt es ja nicht, ne? Der Staat wird es aber auch nicht machen, weil der hat ja das durchgeführt. Und ja, und diese eine Sparte, wo man dann die Nebenwirkungen reinschreiben durfte, die war sehr, sehr eng. Da stand irgendwie nie was drin. Also wenn man das so hört und liest, da denkt man sich, okay, es gibt wirklich wahnsinnig viele Parallelen zu damals und man kann sehr viel aus der Vergangenheit erklären. Und insofern überrascht es einen nicht, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Überrascht dich vieles von dem, was du siehst, oder? Tja, in der Rückschau würde ich Nicht, sagen, nee. nein, das war irgendwie abzusehen, aber dann doch in dem Moment schon. Aber es gibt gewisse Linien, die sich durchziehen, die uns ja auch sagen, das Wort Demokratie können wir das noch guten Gewissens wirklich in den Mund nehmen. Und das ist ja eigentlich eben genau das Gegenteil von Demokratieverachtung, wenn man das, was wie es de facto ist, mit der Idee von demokratischen Verhältnissen vergleicht und sagt, es kommt an dieses Ideal längst nicht mehr ran. Du sprichst auch von Siechtum der Demokratie, hast jetzt Wohlin zitiert, umgekehrter Totalitarismus. Und auf der anderen Seite bist du, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch viel in der Welt herumgekommen, auch in den letzten 2 Jahren, und hast dir auch ein paar andere Länder angesehen. Und glaube ich auch immer den Vergleich zu den westlichen Demokratien ziehen können. Wie würdest du das, wie würdest du das bewerten? Wie sind auch diese anderen Länder, zum Beispiel in Mittelamerika, warst du viel mit der Situation umgegangen? Hattest du da ein größeres Freiheitsgefühl? Und jetzt vielleicht auch im Vergleich zu, wenn du mal wieder nach Deutschland kommst und auch einen Fuß auf deutschem Boden setzt, was ist dann dein Gefühl? Ja, das wüsste ich auch gerne im Voraus. So schnell zieht es mich irgendwie nicht nach Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in andere Länder auch nicht, weil irgendwie war das Grundgefühl doch ein bisschen, also das Fazit war ein bisschen ein enttäuschendes. Ich bin ja damals, als der zweite Lockdown, glaube ich, war es im November 2020, kurz nach unserem Appell, bin ich, ja, wollte ich eigentlich nach Deutschland fahren und dann wurde der Lockdown quasi schon durch Dementis angekündigt. Ja, das beschreibe ich auch, glaube ich, im Buch. Und dann habe ich kurzfristig umgebucht und mich dann auf den Kanaren erstmal angesiedelt, um dort den Blog zu starten und eigentlich all die Texte anzufangen zu schreiben, die jetzt auch in dem Buch drin sind. Auch diese Serie der Corona-Komplex, ne, das sind so 5 Teile, die einfach alle Ungereimtheiten versuchen, zu dem Zeitpunkt aufzuarbeiten. Und wenn ich da jetzt aufs Datum schaue, ne, das ist, habe ich geschrieben, zwischen Mitte Dezember 2020 und März 2021, ist immer noch gut gealtert. Nichts davon wurde groß aufgearbeitet. Also es hängt alles, wabert in der Luft und wird da vielleicht noch ein bisschen bleiben. Aber die anderen Länder, ne, also da war natürlich die Sehnsucht da nach diesen Freiheitsinseln, den Refugien, ne, auch da eine Idee von dir und von vielen anderen. Und insgesamt hatte ich so das Gefühl, dass ich so ein bisschen ins Machen gekommen bin durch Corona, immerhin, ne. Also das war vielleicht ein kleiner positiver Nebenaspekt. Also es hat mir Beine gemacht, ne. Und das waren jetzt nicht ängstliche Beine, sondern ich dachte mir einfach, ich muss jetzt mal die Dinge versuchen in die Hand zu nehmen, ja, ein bisschen aktiv zu sein. Und ja, von selber findet sich vielleicht nicht der richtige Ort. Ne? Der wird nicht zu mir kommen, da muss ich schon selber hin. Und insofern war das auch eine interessante Zeit, weil es war einfach mitten in Corona, als ich dann ja quasi von Juli letzten Jahres auch wieder über die Kanaren dann ja, rüber bin nach Mittelamerika. Da war Panama, da war Costa Rica, da war Kolumbien, das war dann schon Südamerika. Mexiko war mit dabei. Und ja, die Idee, sich da mal umzuschauen, ich kann sie immer noch jedem empfehlen, aber es ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Und ich muss sagen, mich hat auch der Umgang mit dem ganzen Thema in diesen Ländern nicht unbedingt mega zuversichtlich gestimmt. Na, einfach Panama wirkte militärisch aufgeladen und eigentlich so ein bisschen wie
ja, Amerika für Südamerikaner. Sehr amerikanisiert, aber auch nicht sehr, naja, ich bin auf nicht sehr viel kritische Leute dort gestoßen. Also ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich eine Bevölkerung, die lässt das so ein bisschen über sich ergehen. Und aus ein paar Gesprächen habe ich herausgehört, wenn man die dann mit bestimmten Fakten konfrontiert, was Corona angeht, dann fallen die aus allen Wolken. Also die waren echt mega schlecht informiert. Und Costa Rica wirkte mega freiheitlich und na, pura vida, alles easy und surfen und so weiter. Aber das waren dann die ersten, die die Impfpflicht eingeführt haben. Ne? Klaus Schwab war da offenbar sehr effektiv. Ne? Er hat auch den Präsidenten da wunderbar eingelullt, glaube ich. Er gibt zumindest Videos davon. Und Kolumbien, ich glaube, den Leuten ist es da relativ egal. Ne? Also ich wurde da zum Beispiel nie auf die Maske hingewiesen. Das war interessant, ne? Also ich habe die immer verweigert und da wurde man in Ruhe gelassen und das war eben in Panama und Mexiko nicht so. Und insofern muss sich, glaube ich, jeder fragen, im Moment der schlimmeren Krise, will man in einem Land sein, wo man nicht genau weiß, was der Standard an rechtsstaatlicher Behandlung ist in dem Moment. Ne? Und im Zweifel, ich habe Bilder gesehen aus Indien, ne? Da fuhren die mit der Pferden oder mit Motorrädern durch die Menge und haben die Leute ausgepeitscht, sozusagen. Ne? Also, ja, da muss man nicht unbedingt mittendrin stehen. Insofern, und das war ein Argument, dass es eigentlich keine Sicherheit nirgends gibt und so ein bisschen die Story Jonah und der Walfisch. Man landet dann irgendwann vielleicht da wieder, wo man hergekommen ist. Und ich muss auch sagen, ich habe mich dann letztendlich sehr bewusst für die Schweiz entschieden. Einfach weil es ein Land ist, das direkte Demokratie hat. Da kann ein Publizist auch im Endeffekt vielleicht auch noch ein bisschen mehr bewirken als woanders. Ne? In einem ganz fremden Land wird es noch schwieriger. Man ist auch zu weit weg von der eigenen Kultur, von der Sprache. Das ist letztendlich schon wichtig. Ich will mich auch hier einfach mit Leuten austauschen können und einfach auch an der neuen Welt mitarbeiten, da wo ich sie sehe, wo das notwendig ist. Und mit freien Medien sind wir schon in einer Disziplin quasi tätig, aber unsere Leser oder Zuschauer stellen sich natürlich auch Fragen, wie geht es weiter und wie bereiten wir uns vor? Und ich sehe da eine große Sehnsucht einfach an nach Themen wie, ja, wie leistet man richtig Widerstand und wie kann man um sich herum zumindest ein halbwegs ruhiges Leben aufbauen, um eine sichere Base zu haben, um dann Widerstand zu leisten. Es nutzt uns ja alle nichts, wenn wir irgendwie völlig durch den Wind aufgerieben werden, sondern ich glaube, was wir jetzt brauchen, sind so eine Art von ja, parallele Strukturen, hat Václav Havel schon gut gesagt. Na, dass wir können alles lernen von diesen Leuten, die letztendlich Untergrund mitgestaltet haben und es gedreht haben. Na, ein Václav Havel war im Gefängnis. Und danach war er Staatspräsident. Und du wirst Kaiser. Vielleicht den Redenschreiber bin ich Du, dann. der nächste Czesław Miłosz als Nobelpreisträger vielleicht. Aber ein Bestandteil dieser neuen Welt, von der du sprichst, ist für dich auch das neue Geldsystem, denke ich. Du schreibst auch über den Bitcoin als Hoffnung. Oder ist es deine Hoffnung, dass es eben über dieses Mittel zu einer Art Dezentralisierung kommen kann? Ja, also ich würde mit solchen Technologien wie dem Bitcoin den meisten Credit geben. Ich weiß, dass viele Leute da eine ganz unterschiedliche Meinung haben, aber mich hat bisher auch in der kritischen Szene noch niemand richtig überzeugt, um mir den Bitcoin auszureden. Und ich will es mal einfach an dem festmachen, dass man am Bitcoin sehr gut sehen kann, wie eine erfolgreiche Massenbewegung funktionieren kann. Na, es sind 100 Millionen. Hunderte von Millionen an Usern, die das inzwischen benutzen. Und es ist durch die Macht der vielen, ohne dass es von einer Seite her abgestellt werden kann oder kontrolliert werden kann oder enteignet werden kann, durch die Macht der vielen ist eine Bedrohungslage entstanden für das zentralistische System. Na, also ich sehe schon die Story, die jetzt läuft, die jetzt gar nicht so sehr in den Medien ist, einfach mit diesem digitalen Zentralbankgeld. Ne, da brennt jetzt die Hütte so ein bisschen für das aktuelle Geldsystem. Euro fällt, ne, Rubel steigt. Also irgendwie geht denen vielleicht auch das System ein bisschen aus dem Leim. Ne. Wir haben eine enorme Geldmengenausweitung gesehen. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren 40% oder 30% aller Dollars, die je geschöpft wurden oder geschaffen wurden, durch Gelddrucken und verwandte Möglichkeiten
Das kann einfach nicht gut gehen. Da konnte man, kann man sich die Uhr danach stellen, ne, wann das in Hyperinflation oder ähnliche Szenarien kippt. Und das war auch schon vor Jahren eigentlich schon absehbar. Und insofern, ja, denke ich mal, muss man sich heutzutage auch Technologie auf eine gute Weise zu eigen machen. Und ich bin immer sehr dafür, genau hinzugucken und Technologie nicht zu verteufeln, ganz und gar nicht, sondern zu sagen, da sind Tools, wenn die jedem zur Verfügung stehen. Und es noch dazu führen kann, dass ich einen Freiheitsgewinn habe, also eine wirkliche, ja, parallele Struktur, ne? Weil Bitcoin ist ein virtueller Vermögenswert, würde ich es mal nennen, der auch noch auf einem eigenen Vertriebskanal läuft, ne? Also wie wenn der Euro auf SEPA läuft, läuft der Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain. Und die kann man eben nicht abstellen, weil sie dezentral gleichzeitig auf Hunderttausenden, Millionen Rechnern läuft, ne? Und es sehr, sehr teuer wäre, dieses Bitcoin-System anzugreifen. Also deswegen, und ich finde das auch deswegen intellektuell so faszinierend, also mich das Thema ja vor Jahren noch viel stärker gepackt, also das war 2017, 18, wo ich da auch viel tiefer drin war in den ganzen technologischen Sachen. Ich wollte es einfach begreifen von Grund auf, warum das jetzt und nicht einer von diesen 8000 anderen Coins, warum genau jetzt der Bitcoin das den Unterschied macht. Warum ist das genau die Revolution? Und es ist einfach, man muss sagen, in Kürze der First Mover auf dem Markt des harten Geldes, ne? Der es geschafft hat, das in virtueller Form wiederzuspiegeln, was bisher in der Form nur Gold konnte, nämlich deflationär angelegt zu sein und dadurch Kaufkraft zu sichern, und zwar über Jahrhunderte und Jahrtausende. Und auch wenn Bitcoin erst 11 Jahre oder 12 Jahre alt ist, macht er das jetzt schon besser als Gold, weil man kann es leichter transportieren, teilen ja, sozusagen auch sicherer verwahren, ne? Also es hat alle Vorteile des Goldes und noch ein paar mehr. Und insofern ist das einfach, ich finde intellektuell mega faszinierend, wenn eine Technologie ein uraltes bestehendes Konstrukt neu definiert oder ersetzt. Ne? Sowas wie Geld ist ja eine soziale Vereinbarung, die zwischen uns letztendlich aussagt, wie wir über Werte kommunizieren. Also Geld ist das, was gilt. Ne? Und die Leute haben schon mit Schnecken bezahlt, mit Kaurischnecken oder mit irgendwelchen Muscheln. Und ja, man kann heutzutage da sehr viel Hoffnung schöpfen. Und ich sag mal, wir könnten im Westen in eine Lage kommen, indem wir einfach sehr schnell raus aus dem System wollen. Ne? Es gibt andere, die wollen einfach nur rein in ein System, in ein Geldsystem, weil sie gar keins haben. Ne? In Nigeria, da haben 90%, glaube ich, kein Bankkonto. Und dann kommst du dahin mit Bitcoin und dann haben die auf einmal ein Bankkonto, was jeder nutzen kann. Also es ist sozusagen, Bitcoin ersetzt Banken, ne? Mehr oder weniger. Das ist die Art von Gatekeeper-Abschaffung, die da passiert. Und für die ist es natürlich ein totaler Gamechanger, ne? Also für uns ist es jetzt noch eine Art von netter Spielerei vielleicht für viele oder eine Möglichkeit zu spekulieren und damit Geld zu verdienen. Aber die echte Bereicherung würde ich jedem wünschen, ist die, sich intellektuell von diesem Modell inspirieren zu lassen. Was kann funktionieren? Und man sieht eigentlich, es ist ein per se anarchisches System, ne? Es ist herrschaftsfrei. Natürlich gibt es auch da krasse Unterschiede im Einkommen oder in der Vermögensstruktur. Es ist kein egalitäres System. Also alle, die sagen, ja, das ist ja ungleich verteilt und dadurch ist es schlecht. Ja, sorry, aber ein Onboarding geht nun mal nicht, indem man auf die Langsamsten wartet, ne? Sondern Onboarding passiert durch die, die früher bereit sind, etwas zu erkennen und zu riskieren, ne? Dass es eventuell schiefgehen kann. Und diese kritische Zeit ist, glaube ich, bei Bitcoin langsam überschritten. Also ich glaube, dass es immer noch krass runtergehen kann. Ne? Also nicht, dass jetzt jemand gleich alles in Bitcoin steckt. Also gerade erleben wir vielleicht diese Aufbäumung auch des Systems, die letzte Aufbäumung gegen den drohenden, ja, Hegemonieverlust, der jetzt passiert im Bereich des Geldes. Und da werden viele Staaten natürlich versuchen, Bitcoin massiv zu bekämpfen und das zu marginalisieren. Das glaube ich schon. Ne? Und da weiß man natürlich nicht, wie stark der Preis dann in die Knie geht. Aber ich glaube, dass den Staaten insgeheim klar ist, dass sie das nicht verhindern können. Sie können es nur versuchen zu verlangsamen. Und ja, das könnte eigentlich die Art von Freiheitsbewegung sein, die letztendlich am meisten verändert.
Ne, weil an die Geldfrage ist noch keine Freiheitsbewegung im Kern rangegangen. Ne, man hat sich dann damit zufrieden gegeben, okay, wir können jetzt mitregieren oder es gibt jetzt freie Wahlen erstmal. Aber das Geldsystem, das überlassen wir denen, die sich damit auskennen. Und auf einmal nimmt der Bürger das selbst in die Hand. Das ist schon symbolisch richtig stark, ne? Wenn er über Kommunikation wie Sprache, ne, und Geld gleichzeitig verfügt und das wieder in die eigene Hand nimmt. Und gerade erleben wir das Gegenteil, ne? Die Entfremdung bei der Sprache, in dem Sprache manipuliert wird, und die Entfremdung von Werten, in dem mit Geld manipuliert wird. Also ein schöner Gleichlauf, und insofern bin ich da hoffnungsfroh. Also ich glaube, dass wir das wuppen. Ganz viele Hodler. Ja, Sprache und Geld, Kommunikation und Geld sind ja jetzt eben auch auf virtuellen Kanälen und können auch manipuliert werden, aber sie sind auch unser großes Asset sozusagen, womit wir ja auch uns zusammenfinden können. Du hast von intelligentem Widerstand gesprochen, von gesundem Widerstand würde ich sprechen, einer, der uns eben nicht kaputt und krank macht, und sagst auch, die Aufgabe der Stunde ist jetzt aber die Vernetzung. Und Vernetzung kann und muss über Kommunikation und Sprache geschehen, kann über diese neues Geldsystem geschehen, wo du gesagt hast, das kann uns inspirieren, dieses System. Was ist aber mit der physischen Vernetzung? Ich meine, dass das noch etwas ist, was man halt noch nicht so manifestiert sieht. Träumst du da auch manchmal von, so wie ich, dann so vielleicht einzelne gallische Dörfer zu haben oder irgendwie Zentren, Anlaufstellen, wo man weiß, da sind Menschen, auf die kann ich vertrauen, die helfen mir, vielleicht auch jetzt, falls das Klima noch rauer wird, und dass es wirklich eben ja physische Orte gibt, vielleicht sogar in Europa, wo wir uns versammeln können. Also ich glaube ziemlich sicher, dass es diese Orte, also A, gibt sie schon, ne? Und ich glaube, dass es davon viel, viel mehr geben wird. Ich glaube, dass es für einen gewissen Zeitraum sogar die Lösung ist, aber ich sehe es nicht als das finale Ziel, ne? Also es kann nicht der Sinn der Sache sein, dass wir uns irgendwann in Reservate zurückziehen. Da kriege ich ganz komische Anwandlungen von den Indianern. Das ist irgendwie nicht gut gegangen. Also insofern, ja, dieses in Ruhe gelassen wollen werden, das verstehe ich total, aber wir müssen, glaube ich, natürlich im Kontakt bleiben mit der Mehrheitsgesellschaft, so sehr sie uns vielleicht manchmal auf den Wecker geht, weil am Ende ja, muss es zu irgendeiner Form der Aufarbeitung, Versöhnung ge kommen, sonst, ja, sonst wird es ganz, ganz schwierig mit jeder Art von gesellschaftlichem Leben. Aber ja, die analoge Vernetzung, wo kann man da ansetzen? Ganz, ganz viele Leute fragen sich, wo sie anfangen sollen, ne? Aber bei dezentralen Revolutionen, wenn wir es mal Revolution nennen wollen, also quasi die Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse in Richtung, okay, wir sind jetzt wirklich der Souverän und wir verhalten uns auch so und wir treffen souveräne Entscheidungen für unser Leben und teilen das mit anderen Leuten, die das auch für sich entschieden haben. Das ist die Art von paralleler Struktur, die auch jemand wie Václav Havel angesprochen hat, ne? Also ein totalitäres System ist immer nur so stark, wie es auf den letzten Metern stark ist. Und wenn auf den letzten Metern einfach die Leute, A, sind sie nicht da, B, lassen sie sich nicht überwachen, weil sie irgendwelche Privacy-Tools nutzen, übrigens auch ein Riesenthema, dann haben sie noch ihr eigenes Geld und sind dann noch total unabhängig, was Versorgung angeht, Energie und Lebensmittel. Ja, dann kann man auch nicht mehr groß drohen, ne? Also dann ist so ein bisschen, geht das ins Leere, ne? Und dann beginnt eigentlich die Auflösung dieses übermächtig wirkenden Konglomerats, ne? Was immer so im Rücken steht und was für viele, die diese Systeme erlebt haben, übermächtig war. Und sie haben auf einmal gemerkt, die sind eigentlich ohnmächtig. Wir sind mächtig. Also dieses Gefühl einfach nur zu initiieren in den Leuten, dass wir nicht ohnmächtig sind, ist psychologisch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Move. Und die fragen, okay, wo kann ich ansetzen? Da habe ich immer die lustige Anekdote, dass ich habe mal von einer dezentralen Demo gesprochen oder die Leute meines Blogs informiert. Da findet jetzt dezentral ein Spaziergang statt. Ne? Die Leute, da gibt es niemanden, der irgendwie sagt, hier geht's los. Und da melden sich tatsächlich Leute, die fragen, ja, wo kann man das denn, wo ist denn das angeschrieben? Ne? Also das braucht für viele, das ist so tief Klar. drin, einfach auf diesen Startschuss. Und wenn man den einfach nicht setzen will, weil man ja selbstständig
denkende und agierende Individuen um sich herum haben will auch, ne, sonst wird das eine Selbsthilfegruppe. Das ist eine ganz große Gefahr, dass diese gallischen Dörfer eine verbitterte Selbsthilfegruppe werden von Leuten, die sagen, hey, wurdest du nicht auch gemobbt? Ja, ich auch. Und oh, wie schlimm. Ne? Und das will man ja eigentlich auch nicht, sondern diesen Switch hinzukriegen von der Ohnmacht zur Eigenermächtigung ist, glaube ich, mega wichtig. Und wir wissen das von Leuten wie Bonhoeffer, der das schon gesagt hat. Ne? Also der Diktator hat eben nur so viel Macht, wie man an ihn delegiert. Ne? Man legt sie ihm ja quasi vor die Füße. Der muss ja gar nicht groß übergriffig sein, sondern er muss einfach nur so auftreten, dass alle vor ihm kuschen. Ne? Und diese Situation, die müssen wir massiv durchbrechen. Und das kann, glaube ich, auch auf der Ebene des Überzeugens im persönlichen Bereich passieren. Ne? Ich sehe jetzt meine Mission als Journalist oder Publizist nicht primär in der Überzeugung des Andersdenkenden, weil ich mir das ein bisschen aus dem Kopf geschlagen habe. Das funktioniert nicht so gut auf nur argumentativer Ebene. Aber es funktioniert vielleicht durch Beispiel. Und es funktioniert vielleicht durch eine veränderte Beurteilung der Lage und ein Initiieren eines Nachdenkprozesses. Und weißt du, da denke ich immer an diesen Film aus den, glaube ich, 60er Jahren, Schwarz-Weiß-Streifen, die 12 Geschworenen. Ja. Wenn mich Leute fragen, was kann man denn im Alltag machen? Ich habe ja keinen Kanal, so wie du, oder? Ne? Also ich bin ja nur eine Einzelperson. In genau diesem Film geht es darum, wie jemand eine Minderheitenposition zur Mehrheitenposition macht. Ne? Also 12 Geschworene, die einen Mordfall klären sollen und ein Urteil quasi sprechen. Und alle sind überzeugt, der war es, weil die Indizienlage war recht klar. Und einer sagt, nein, ich habe noch Fragen. Und die alle schon, oh nein, wir wollen doch, ich könnte jetzt schon zu Hause sein. Und alle wollen diesen Fall loswerden. Und der setzt sich dann durch. Ne? Der überzeugt einen nach dem anderen. Und zum Schluss ist die Mehrheit einfach auf seiner Seite. Und dass einem einfach klar wird, dass auch Minderheiten und Mehrheitspositionen nichts Gesetztes sind. Und dass es nur Bewegung gibt, wenn man zumindest versucht, die Situation zu drehen. Ja, das ist auch etwas, was ich mir wünschen würde, einfach zu sehen, dass man auch mit jedem kleinen Wort eigentlich eine Art von Saatkorn setzt. Ne? Mhm. Auch bei uns ist es ja so, dass manchmal vielleicht ein Video von dir erst ein paar Wochen später auf einmal abgeht und du denkst, wieso ist das jetzt auf einmal? Dann verfängt auf einmal etwas oder man findet Wortfetzen oder Formulierungen bei anderen Leuten wieder, wo man sich denkt, naja, das könnte ich gewesen sein. Aber ist eigentlich egal. Aber einfach nur, dass man sieht, ne? Also Sprache ist einfach wahnsinnig mächtig und das ist ein Tool, was man mit viel Augenmaß und Vorsicht einsetzen sollte, aber eben auch dann beherzt, wenn man etwas verändern muss. Ne? Ja. Und Sprache und Geld, ne? Das läuft immer aufs Gleiche. Ja. Einige sagen, ach ja, immer nur sprechen, wir müssen jetzt handeln, aber sprechen ist, wie wir wissen, und gerade für uns ist das sehr wichtig. Und da hilft es, glaube ich, nur hartnäckig zu bleiben, so wie der eine der 12 Geschworenen, immer wieder auch da dran zu gehen und immer wieder intelligenten Widerstand zu leisten. Also hartnäckig bist du die ganze Zeit immer gewesen und wirst du sicherlich auch noch in Zukunft sein. Und ich danke dir für deine Arbeit und ja, für das Buch, das ich auch nochmal den Zuschauern herzlich empfehlen kann. Wenn's keiner sagt, sag ich's, von Miloš Matušek. Miloš, vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Gunnar. Gerne wieder und mach auch du gerne so weiter. Es ist immer eine Freude, dich in voller Gesundheit strahlend und kritisch zu sehen. Ja, gesunder Widerstand. Genau, intelligent und gesund. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, lasst ein Like da und ein Abo dieses Kanals. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am Dienstag wiedersehen zum Livestream of Consciousness und am Freitag zum exklusiven Livestream. Da könnt ihr euch anmelden über Patreon oder Substack. Und natürlich auch der Miloš hat, wie schon erwähnt, einen Substack-Blog Freischwebende Intelligenz. Und der ist verlinkt in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.